Wir befinden uns hier im Portweinparadies Nummer 1 auf der Insel Sylt im Söringhof im Portroom. Und Portwein, tja, wo fängt man denn da an? Wo hört man eigentlich auf? Eigentlich muss man Portwein einmal richtig durchsaufen, damit man die unterschiedlichen Welten vom Port richtig kennenlernt. Wir machen heute die erste Trockenübung. Portwein, kurze Zusammenfassung. Oberes Douro-Tal in Portugal besteht aus Rotweinsorten, wird mit 80% Alkohol aufgefüllt auf 20 Volumenprozent, wird in Porto Vila Nova de Gaia hauptsächlich gelagert und dann nachher auch für lange Zeit verschlossen und versteckt. Dann gibt es zwei Fraktionen. Einmal die Tawny-Richtung, die ist im Fass gereift, oxidativ. Dann diese Vintage-Richtung, das ist zu sehen wie ein guter Rotwein. Der braucht Zeit, der muss in der Flasche reifen. Anfangen tut alles bei unserem Ruby Port. Und dann können wir in diese berühmt-berüchtigte Tawny-Richtung gehen oder in diese Vintage Port. Und was, wie entsteht, erkläre ich zuerst mal am Tawny. Unser Ruby Port kommt in Fässer, in Portugal sind es Pipes. In diesen Pipes lagert der Portwein dann eben 10, 20, 30 oder 40 Jahre. Nach 10 Jahren entwickelt sich der dann eben in eine bestimmte Typizität und deswegen wird das in 10, 20, 30 und 40 Jahren aufgeteilt. Also Tawny Port, im Holzfass ausgebaut, leicht oxidativ. Übrigens, wenn da eine Flasche geöffnet wird, dann kann die über Wochen oder sogar über Monate hinweg offen sein, da passiert überhaupt nichts. Der ist es ja gewohnt, der war ja eh im Fass. Luft ist für den kein Fremdwort. Der oxidiert dann auch nicht weiter, der wird also nicht schlecht, der kippt nicht um, hat kein Depot, das heißt, der wird aus dem Fass nach 10, 20, 30 oder 40 Jahren abgesogen, filtriert und dann glasklar in die Flasche abgefüllt. Voilà, Tawny Port. Wir rutschen mal in die andere Richtung, das ist Vintage Port. Man kann sagen, ein Vintage Port wird wirklich nur in den allerbesten Jahren, also wirklich nur in exzellenten Jahren, wird überhaupt ein Vintage Port abgefüllt. Und Vintage Port, das ist so das Meisterstück auch von einem Weingut, von einer Quinta. Die nehmen wirklich nur die besten Lagen, das beste Lesegut aus dem besten Jahrgang. Und das wird dann auch in diese 500 Liter Pipes gefüllt. Und dann bleiben die 2 Jahre im Fass. 2 Jahre und danach werden die unfiltriert abgefüllt. Und in der Flasche reift dieser Wein dann weiter. Tawny reift im Fass, Vintage reift in der Flasche. Dann braucht der Zeit, dann braucht der sehr viel Zeit. Ja, man kann sagen, so ab 10, 12 Jahren kann man die lecker trinken. Richtig gut, richtig Charakteristik kriegen die aber so nach 25, 30, ja auch 40 Jahre. Aber so zwischen 25 und 40 Jahren, das ist für Vintage Port eigentlich wirklich das allerbeste Alter. Und dann, wie beim guten Rotwein, dekantieren. Der hat Depot. Das, was alles da drin war, unfiltriert abgefüllt, das hat sich unten dann abgesetzt. Durchs feinste Sieb, dadurch Flasche auswaschen, den Wein, den Portwein wieder zurückdekantieren, hat 2 Vorteile. Zum einen hat der Portwein dann schon mal richtig Luft gekriegt. Das Depot ist zu 100% weg und man hat ihn wieder schön in der Flasche drin und kann bis zum letzten Schluck auch wirklich alles rausgießen. Der hier kann über Wochen und Monate hinweg offen bleiben. Tawny, ein Vintage Port, 3 bis 6 Tage. Dann baut er deutlich ab. Trinktemperatur auch ein ganz wichtiger, wesentlicher Punkt. Portwein muss getrunken werden wie ein kühler Rotwein. 15 Grad Trinktemperatur, das ist eigentlich perfekt. So, und jetzt habt ihr alles verstanden. Jetzt müsst ihr euch selber noch eintrinken. Viel Spaß damit. In meinem nächsten Video nehme ich euch mit auf die Liste Austernbank. Ich zeige euch, wie Austern wachsen, mit wie viel Arbeit und Liebe sie aus dem Meer auf eure Teller kommen und vieles mehr.